Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder besser gesagt guten Tag, denn ich komme gerade schon vom Mittagessen und begrüße euch gemeinsam mit Jörg zum dritten Block dieses Trainingslagers hier im Club Aldiana in Andalusien. Wir haben jetzt schon die erste richtig harte Einheit hinter uns nach den gesteigerten Dauerläufen vorgestern. Standen ja gestern die gefürchteten 10x300 Meter Berganspritz auf dem Plan. Nun, man hat diese leichte Spannung auch gestern Mittag gemerkt. Wir lagen gestern bei wunderschönem Wetter in den Dünen am Strand und irgendwie hat jeder so ein bisschen gezittert, dass diese gefürchtete Einheit losging. Die Leute, die im letzten Jahr schon da waren, wussten ja schon, was uns erwartete, nämlich eine Straße, die zu einem Parkplatz am oberen Ende des Strandes führt. Die Straße ist von zwei Fußgängerüberwegen, in Deutschland auch Zebrastreifen genannt, unterteilt und hat in der Mitte einen Grünstreifen. Und nachdem wir so circa 2 Kilometer dorthin eingelaufen sind, läuft das immer dermaßen ab, dass wir auf der einen Seite die Straße hinauflaufen, wobei sie nur ganz sanft bis zum ersten Zebrastreifen ansteigt. Und dann wird es deutlich steiler und ab dem dritten Zebrastreifen wird es richtig steil und dann ist die Verkehrsinsel auch zu Ende und man kann oben rumlaufen und dann wieder ganz locker runtertraben. Die Länge der Sprintstrecke ist ca. 300 Meter, wobei zwischen den Zebrastreifen dann jeweils rund 100 Meter liegen. Wir haben uns ein bisschen warm gemacht und dann ging es gleich los. Ich hatte ja die Anweisung von letzter Woche vom Schleifer Sven in den Ohren, dass ich nicht ganz so schnell laufen sollte. Insofern habe ich mir natürlich, akribisch wie ich immer bin, die Pace, die wir vor einem Jahr hier gelaufen sind, angeschaut. Habe gesehen, dass ich damals den ersten in 3 viel zu schnell gelaufen bin und wollte es dieses Mal dann natürlich etwas besser machen. Es gelang mir auch. Ich muss natürlich dann gleich die Truppe um Sascha, Marc und Carsten laufen lassen. Und der erste ging noch relativ gut aus dem Fuß. Wichtig ist bei diesen Einheiten, dass man nicht bergab sich dann ziehen lässt, sondern da wirklich ganz langsam trabt und den Puls bis unten wieder runter bekommt. Man ist da schnell in der Versuchung, bergab, weil es ja schön leicht ist, aufzuholen, um das, was die anderen einem bergauf weggesprintet haben, wieder im Kasten zu haben. Aber das ist, glaube ich, der falsche Weg. Denn die Erholung zwischen diesen Intervallen ist schon nicht ganz unwichtig. Die Sonne schien, es war relativ warm gestern Mittag, wobei durch einen leichten Wind vom Meer war es diesmal nicht ganz so unangenehm, wie man sich das hier vielleicht vorstellt. Temperaturen etwas über 20 Grad, in Deutschland träumt ihr jetzt wahrscheinlich davon. Klar, irgendwann zählst du durch, du hast 5 Intervalle und weißt, es sind noch 5, dann wird es schon mal hart, aber 300 Meter gehen relativ schnell um. Und ich war eigentlich überrascht, wie gut ich sie hinter mich bekam. Claudia hat es auch sehr gut geschafft, obwohl ihr eigentlich schon seit Tagen den ganzen Tag über nicht so gut ist. Aber irgendwie hat sie schon dran gezogen und ist mit Ivi richtig schöne Intervalle gelaufen. Wir haben danach dann doch nochmal einen kleinen Saunagang eingeschoben. Wobei wir natürlich auf Anraten der Trainer auf die 95 Grad Sauna verzichtet haben, sondern eher nur uns mit den 75 Grad begnügt haben. Nach so einer harten Belastung soll man das ja vielleicht nicht ganz so heftig in Anspruch nehmen. So, jetzt lassen wir den Hoteldienst mal eben vorbei. Ja, der gestrige Abend versprach mit einer Après-Ski-Party zur Disco-Eröffnung ganz amüsant zu werden. Wobei wir natürlich nach dem ausgedehnten Abendessen und viel Rumquatscherei nach 2 Stunden dann in eine Disco kamen, die mit Schneegirlanden und aufgeblasenen Schneemännern dekoriert war und an deren Eingang Glühwein serviert wurde. Naja gut, das passt dann nicht ganz zur allgemeinen Strandatmosphäre hier. Der Glühwein war obendrein lauwarm, ich habe auch nur eine halbe Tasse getrunken. Die erste Musik ließ uns ahnen, dass wir nicht alt werden würden. Das war nämlich Schlager von der übelsten Sorte. Aber es wurde hinterher dann besser und so haben wir dann doch bis 20 nach 11, halb 12 ein wenig gefeiert. Der Irek, unser Laufkollege, hatte gestern Geburtstag
Und der hatte für uns alle aufblasbare Luftgitarren mitgebracht, sodass wir dann noch ein klein wenig auf der Tanzfläche mit diesen Luftgitarren abrocken konnten. War dann ganz lustig. 20 nach 11 waren wir im Bett. Heute Morgen konnten wir dann auch von alleine wach werden, denn erst um 10 Uhr stand eine halbe Stunde regeneratives Laufen auf dem Plan. Da sind wir dann nur einmal kurz Richtung Park und wieder zurück, eine kleine 5-Kilometer-Runde gelaufen. Der Marc hat uns auch schön auf eine 6er Pace abgebremst. Wir haben unterwegs noch ein kleines Städteraten-Quiz gespielt, damit wir nicht zu schnell werden. Und danach gab es eine Stunde Athletiktraining. Athletiktraining heißt mal wieder Übungen an der Wand, Fußabdruckübungen, Kniehebeübungen, dann natürlich an der gefürchteten Leiter und an einer größeren Treppe, die wir hier haben, dann verschiedene Sprungübungen. Dann haben wir Übungen gemacht mit Gummibändern, alles was so Sprungkraft und Fußaufsatz und solche Dinge verbessert. War für uns jetzt nicht neu, wir machen es ja im Stabi relativ häufig, aber ich denke mal, dass das doch für alle, die die Ausdauerschule nicht so gut kennen, mal ein guter Einblick in unsere regelmäßige Arbeit war. Und ich muss ja auch sagen, was Mittelfußlauf oder Vorfußlauf angeht, ist das doch hilfreich. Ja, das Wetter ist heute leider nicht ganz so toll. Es ist bedeckt, es weht ein etwas strammerer Wind. Und insofern werden wir jetzt heute Mittag die 2 Stunden wohl irgendwie verbringen, unterm Dach in der windgeschützten Ecke und diesmal nicht am Strand. Heute Mittag stehen 100 Minuten GA1 auf dem Plan. Ich denke mal, dass wir das irgendwie so in 5,15er Pace, so knapp unter 20 Kilometer laufen werden. Ein bisschen durch die Savanne, ein bisschen Richtung Leuchtturm. Lass uns mal überraschen, was die Trainer sich da ausgedacht haben. Ja, und heute Abend ist dann die große Party im Black and White Castle. Die sogenannte Black and White Party, die hier jeden Donnerstag stattfindet. Da soll man sich schwarz und weiß kleiden. Ich habe dann schon mal angefangen. Und ja, dann wird es ganz nett heute Abend, denke ich mal. Ansonsten, wir haben sehr gute Stimmung, wir haben viel Spaß. Und bis jetzt scheint die Symbiose Training und Feiern ganz gut zu funktionieren. Ich würde mir wünschen, dass meiner lieben Claudia bald ein bisschen besser geht, damit sie auch noch ein bisschen mehr vom Urlaub hat hier. Und ansonsten, schönen Gruß in die kalte Heimat. Und bis bald, euer Jörg.